Greta, 11 Jahre, behauptet, ich schaffe mehr Umdrehungen mit dem Serviel als Weltmeister Robert Maser. Greta und Robert haben jeweils eine Minute Zeit, so viele Umdrehungen mit dem Serviel in dem orangenen Bereich wie möglich zu machen. Berührt wird einer der beiden dabei den inneren blauen Kreis, wird die Umdrehung nicht gezählt. Wer mehr Drehungen schafft, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf, los geht's. Los! Eine Minute und die Zeit läuft, wenn du den orangenen Bereich erreicht hast. Und jetzt! Natürlich absolute Körperbeherrschung gefragt, Beherrschung des Sportgeräts. Trotz des Tempos der Serviel kontrollieren. Es sind noch 20 Sekunden, Greta. 15. Greta, zieh! Greta! Greta! Greta, die Zeit ist um! Oh. Entschuldigung, ich wollte gar nicht lange unterbrechen, aber wenn euch die Challenge gefällt, dann abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und denkt an die Glocke. Ne? So, jetzt geht's weiter. Auch hier sage ich toi, 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 und die Zeit läuft, wenn du dafür sorgst. Wir haben ja auch schon oft erlebt, dass... Und los geht's. Dass die Großen loslegen wie die Feuerwehr. Aber man muss das Tempo ja auch durchhalten können. Das ist ja mindestens genauso wichtig. Und darf sich natürlich keinen Fehler erlauben. Auch Robert hat seine Fans. Oh, das kann ganz eng werden. Ja, mal schauen. Man weiß natürlich nicht, ob er noch zulegt an Tempo. Ja. Aber Robert kämpft jetzt natürlich auch. Noch 15! Ja. Ja, da kommt er wohl nicht mehr ganz ran, aber es wird trotzdem eng. Du kannst es ein bisschen dem Jubel entnehmen, aber... Warte, wir gehen einmal hier rüber, dann stimmt das auch mit der Grafik dann überein. Du kannst es ein bisschen dem Jubel entnehmen, aber es war denkbar knapp. 83 bei Greta, 79 bei Robert Maser. Du hast gewonnen, Greta. Herzlichen Glückwunsch. Ui, super. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Klein gegen Groß, dann klickt euch hier rein in die ARD-Mediathek in unser exklusives Klein gegen Groß-Spezial.